Hey, du möchtest eine Gaskochplatte anschließen in dein Wohnwagen, Wohnmobil oder bei dir in der Werkstatt, dann ist dieses Video hier genau das Richtige für dich. Du siehst es im Hintergrund schon, ja, eine Flamme lodern, beziehungsweise mehrere. Ich habe dieses Gaskochfeld eingebaut selber in einer Holzarbeitsplatte und wie du das Ganze machen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Jetzt ist nur die Frage, wie bauen wir das Ganze ein? Das ist eigentlich ganz, ganz simpel, wie so ein Spülbecken. Auch dazu gibt es ein Video. Ich werde dir mal unten in der Infobox eine Playlist, sowie auch alle Materialien, die ich jetzt für dieses Video brauche, wie hier so ein Druckminderer, wie diese Gaskochplatte und wie das ganze Werkzeug. Das ist da unten alles in der Videobeschreibung finden. Ich habe mich für dieses schöne Teil hier entschieden aufgrund der Bewertung. Das Ganze ist aus Glas und es gab auch zwar schon mal ein, zwei Bewertungen, dass es kaputt ankam. Ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr gut verpackt. Und es ist eigentlich alles dabei, was ihr braucht. Ihr könnt das Ganze auch natürlich unten Standfüße anschrauben und dann könnt ihr das Ganze beispielsweise auf dem Tisch, auf dem Campingplatz nutzen. Für meinen Fall ist es jetzt für eine Teeküche in der Werkstatt. Ich denke mal für dich wahrscheinlich das Gleiche, oder du willst es bei dir im Wohnwagen oder ein Wohnmobil einbauen, oder du bist gerade dabei und baust dir einen Camper um oder einen Lieferwagen und willst daraus ein Wohnmobil bauen. Und ja, ich finde, dieses Gas-Feeling, das macht schon eine Menge aus, mit Gas zu kochen, das macht Spaß. Und deswegen habe ich mich dafür auch hier entschieden, für die Werkstatt. Also was ich mir jetzt bestellt habe, ist, wie gesagt, dieses Gaskochfeld mit zwei Herdplatten, sage ich jetzt mal, oder Gasplatten. Dann habe ich hier ein Druckminderer, und zwar ein Druckregler quasi. Und das Besondere an diesem kleinen Teil hier, mir war es halt ziemlich wichtig, dass ich, das brauchst du so oder so, und mir war es halt sehr, sehr wichtig, mit dieser Anzeige hier, mit dieser Druckanzeige oder Volumen, wie viel Gas noch in diesem Kessel drin ist. Ich habe aber auch gelesen, dass diese Anzeige nicht richtig stimmt. Ich werde es im Laufe des Videos euch mal so ein bisschen berichten, ne? So, wir zerlegen das ganze Teil mal. Das heißt, das Ganze hier ist aus Guss. Das können wir weglegen, auch super zur Reinigung. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Und dann haben wir auch hier schon eine Abdeckung. Hier diese Flammenverteiler, weil hier kommt ja die Flamme hoch. Und das Ganze wird dann hier verteilt. Schauen wir uns später mal an. Und jetzt kommen wir zu unserer Arbeitsplatte. Das ist eine, ja, die ist ungefähr, was hat die für eine Dicke? 20 mm. Ich habe mir das natürlich schon mal vorweg ganz, ganz grob angezeichnet. Damit ich so in etwa weiß, wo das Ganze hin soll. Und mit einem Lieferumfang oder bei allen guten Spülen und Zerranfeldern ist immer so eine Pappschablone mit dabei. Das heißt, du kannst es hier hinlegen und kannst dir dann bestimmen, wie das Ganze sitzen soll, und das musst du natürlich dann ausschneiden. Das machen wir gleich. Vorweg will ich euch nochmal die Bedienungsanleitung zeigen, und es ist halt ganz, ganz wichtig, dass ihr an solchen Sachen wie mit Gas oder mit Strom, dass ihr nicht die Leitung kürzt oder verlängert und mit Schlauchschellen arbeitet und so weiter und so fort. Da kann ich dringend von abraten. Kauft nur Zubehör, was wirklich zugelassen ist und wo ihr nicht dran rumbastelt. Ne? Auch nicht Kabel abschneiden und verlängern und so weiter. Versicherungsschutz geht flöten, und dann ist es halt so, ihr spielt mit eurem Leben. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja jetzt nicht das Erste, was ich jetzt hier einsetzen werde. Das heißt, hier rechts kommt noch eine Spüle hin. Man guckt halt immer, man misst mal das Gaskochfeld aus, was für eine Tiefe das Ganze hat, wie das Spülbecken die Tiefe hat, damit wir vielleicht eine Flucht haben. Ne? Wovon rede ich? Beispielsweise das Gaskochfeld endet jetzt hier, und wenn das Spülbecken jetzt kommt und hier endet, sieht natürlich mega scheiße aus. Also müsst ihr ein bisschen gucken, dass das Ganze auch eine Flucht hat. Und dann mache ich das Ganze so. Ich zeichne mir mal die Eckpunkte jetzt hier an. Ihr könnt auch mal mit einem Bleistift einmal komplett herumgehen. So, jetzt habe ich mir die Eckpunkte angezeichnet. Das Ganze mache ich noch mal ein bisschen kräftiger, damit ich auch weiß, wo die Ecke endet. Und jetzt kommen wir nämlich zum Ausschnitt. Und da gibt es ja viele, viele Wege, um das Ganze auszuschneiden. Wenn du jetzt beispielsweise keine Stichsäge zur Verfügung hast und keine Tauchgassäge oder Handgassäge, kannst du beispielsweise einen Akkuschrauber nehmen
einen Holzbohrer einspannen und dann kannst du zack, 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 Loch für Loch bohren. Und damit kriegst du es auch hin. Du kannst es natürlich auch mit einer Handsäge machen. Das geht genauso gut. Also ich meine jetzt eine Feinsäge. Sowas hier. Damit kannst du das Ganze auch machen. Ich empfehle euch aber, jeder hat wahrscheinlich eine Stichsäge oder der Nachbar macht das mit einer Stichsäge. Worauf du achten musst, ist, dass du einfach die vier Punkte einmal vorbohrst mit einem 10er Holzbohrer. Das ist dann sehr, sehr einfach. Und dann, dass du das richtige Sägeblatt nimmst. Nimm kein Metallblatt, sondern ein Holzblatt. Und je nachdem, wie dick die Arbeitsplatte ist, ich habe jetzt hier eine Platte, die ist 20 mm, das heißt, ich brauche ein feines Holzblatt. Hast du eine dicke Arbeitsplatte von 50 mm, Massivholz beispielsweise, solltest du ein Sägeblatt nehmen, was ein bisschen gröber ist. Ansonsten ja, kommst du mit dem kleinen Sägeblatt schnell an deine Grenzen. Also wählt das richtige Sägeblatt aus und dann sägt ihr das Ganze an. Und ich mache es mir noch einfacher, denn ich habe die Möglichkeiten dazu. Ich nehme meine Tauchkreissäge, diese da. Ja, und mit dieser Tauchkreissäge, ich brauche natürlich nochmal eine Feinsäge, ne? Aber mit dieser Tauchkreissäge möchte ich sagen, ja, geht das wirklich perfekt und einfach und schnell und wird sehr, sehr sauber. Ich spanne mir das Ganze trotz alledem ein. Das solltet ihr immer machen, wenn ihr irgendwie mit drehenden Werkzeugen arbeitet, weil das kann immer mal irgendwie passieren, dass was aus der Hand flutscht oder die Maschine dem Werkstück einen Schlag gibt und wenn das nicht fest eingespannt ist, dann kann es durchaus sein, dass ihr euch sehr, sehr stark verletzt. Im nächsten Schritt seht ihr, das Ganze ist noch nicht draußen, denn wir kommen mit der Säge, da sie ja rund ist, können wir ja hier, ja, es bleibt noch was übrig und dafür nehme ich einfach hier diese Feinsäge und die ist halt sehr, sehr dünn und eignet sich hervorragend. Und die letzten, ihr seht jetzt hier, sind 2 cm, die letzten 2 cm auszusägen. So, die erste Ecke haben wir, aber bevor wir jetzt weitermachen, es kennt ja jeder, wir sägen und sägen und der Ausschnitt kann ja auch ein bisschen größer sein und dann auf einmal knack fällt das Ganze runter und wir haben nachher hier oder unten eine Holz oder Material ausgerissen. Das wollen wir natürlich nicht. Nehmt euch einfach mal 2 Stücke Holz. Am besten hier. Und dann schraubt ihr das mit der Innenseite, also die Abfallseite, fest. Und dann kann das Ganze nämlich nicht herausfallen. Und jetzt müsste, wenn alles gut geht, zack, können wir es herausnehmen. Und uns bricht keine Ecke ab. Tscha! Die Arbeitsplatte habe ich mit einem speziellen Arbeitsplattenöl geölt. Und zwar ist das Hilja Care. Darüber gibt es auch einen Rabattcode, sowie auch die Webseite, die wirst du unten direkt im Video finden, verlinkt. Und das Ganze ist 100% Bio. Und das war mir ganz, ganz wichtig, vor allem bei so einer Küchenarbeitsplatte. Ich habe das Ganze mehrfach eingeölt und leicht wieder abgeschliffen, wieder eingeölt. Und das Ganze ist eigentlich recht simpel und die Oberfläche ist wirklich sehr, sehr toll und glatt geworden. Und danach können wir auch loslegen, dass Gasfeld einsetzen. Es ist so, dass das Ganze vorgesehen ist für eine dicke Arbeitsplatte. Wir haben natürlich jetzt hier eine von 20 mm. Deswegen musste ich diese kleinen Halter, diese Schellen, ein bisschen biegen, dass da so ein bisschen eine Federfunktion gegeben ist. Und das Ganze wird dann an den 4 vorgegebenen Gewindeschrauben oder Bohrungen festgeschraubt. Vorsicht, natürlich solltet ihr das ausrichten. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Das Ganze ist jetzt fest und fest installiert und ich habe auch die Arbeitsplatte fest mit der Küchenunterzeile oder der Küchenunterschränke verschraubt und jetzt geht's los mit dem Anschluss. Das ist unsere Gasflasche, die kannst du dir im Baumarkt holen, Grillzubehör, es gibt unterschiedliche Größen von Flaschen, 5 Kilo, 8 Kilo, 11 oder 12 Kilo, da kenne ich mich jetzt nicht genau aus, ich habe jetzt diese hier genommen. Und es ist so, dass die hier oben einen Schutz hat, falls die Gasflasche umkippt, damit das Ventil nicht beschädigt wird. Die meisten Gasflaschen haben auch so einen roten Deckel drauf, ne? Der ist mit seiner Klammer dann befestigt. Die ziehst du einfach und kannst dann den roten Deckel abnehmen. Und hier kommt dann das Ventil zum Hervorschein. Du siehst auch hier auf, zu, plus, minus. Wenn du das Ganze aufdrehst, Deckel ist nicht richtig zu, wenn du das Ganze aufdrehst, bitte immer nur eine Umdrehung und auch wieder zu. Warum, weshalb, falls es irgendwie zum Unfall kommt, damit du halt mit einer Umdrehung ganz schnell den Verschluss oder das Ventil schließen kannst.
Zum Anschluss brauchen wir, oder ich habe mir jetzt besorgt ein, oder solltest du besorgen, ein Druckregler, LPG-Druckregler. Den bekommst du beispielsweise bei Amazon oder im Online-Shop. Und wichtig ist halt bei so einer Gasflasche allgemein, bei allen Gasflaschen, wir haben ein Linksgewinde. Das heißt, diese Abdeckkappe hier, die zum Schutz dient, dreht ihr nach links hin fest und nach rechts hin auf. So. Und die lassen wir auch dran und dann kommt zum Hervorstand hier eine Dichtung. Es ist wichtig, dass hier kein Dreck oder Schmutz dazwischen ist und die Dichtung sollte natürlich auch vorhanden sein. Jetzt nehmen wir unser Druckminderer und hier ist der Anschluss. Der wird einfach dann hier reingesteckt. Das Ganze waagerecht bitte. Und dann nimmt er einfach diese Schelle und schraubt die in dem Falle dann nach links hin fest. Das Ganze sollte locker gehen und leicht, nicht schwergängig. Und es ist hierbei gedacht, dass ihr das Ganze wirklich handfest zieht. So. Und dann drehen wir das Ganze mal um, öffnen das Ganze mal. Und ihr hört kurz plopp. Hier ist nämlich ein Ventil drin, wenn wir hier drauf drücken, kommt Gas raus. Wir sehen auch hier den Stand, wie voll die Flasche ist. Die ist jetzt in dem Falle voll. Wir drehen es jetzt nochmal zu. Und jetzt kommen wir zu unserem Anschlussschlauch. Und diesen hier schrauben wir hier auch fest. Hier ist auch wieder ein Linksgewinde. Und dieses Mal ist es aber so, dass wir bei diesem Schlauch, dass da eine 17er Mausschlüssel raufpasst und den könnt ihr auch gerne verwenden. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass ihr das Ganze bitte nicht zu fest zieht. Also wirklich handfest. Den Verschluss nochmal kontrollieren, nicht aufdrehen. So, und dann könnt ihr das Ganze auch in den Schrank hineinstellen. Das Ganze schaut jetzt bei uns so aus, dass ich die Gasflasche direkt in den Nebenschrank gesetzt habe, damit einfach nicht so viel Wärme direkt unten an die Gasflasche abgegeben kann. Wird es theoretisch nicht, aber ich habe es einfach jetzt mal sicherheitshalber gemacht. Das heißt, ich habe diesen Schlauch dementsprechend gekauft in 1,5 Meter Länge und habe hier unten im untersten Fach die Gasflasche dann positioniert und so, dass ich das auch immer ablesen kann, wie voll sie ist. Ihr solltet natürlich, wenn ihr jetzt gekocht habt, meinetwegen im Campingwagen oder ist hier bei mir in der Werkstatt, jedes Mal bitte den Haupthahn vom Gas, von der Gasflasche abdrehen. So sieht das Ganze nochmal aus im eingebauten Zustand von unten. Wir haben da hinten unser Schlauch, unser Anschlussschlauch. Das Ganze ist wirklich fest. Und wir können jetzt auch loslegen mit dem ersten Testversuch. Wichtig auch hier nochmal zu erwähnen, wenn ihr sowas einbaut in der Küche, achtet bitte auf genügend Sicherheitsabstand. Das heißt, der Hängeschrank oben, der sollte mindestens 65 bis 85 cm von der Feuerstelle oder Gasstelle sein. Sowie auch hier Seiten. Links beispielsweise ist jetzt hier Holz oder was ihr habt ihr jetzt hier Rückwand. Dass ihr da wirklich Mindestabstand einhaltet. Ich werde euch mal unten in der Videobeschreibung ein, zwei Links hinzusetzen, da könnt ihr euch so ein bisschen belesen. Und um das Ganze zu starten, habt ihr einfach diesen Regler hier. Ihr dreht ihn dann nach zur gewünschten Stelle, drückt ihn nach unten. Dann hört ihr so ein Klacken, das ist der Elektrostarter quasi. Und dann könnt ihr das Ganze nach oben und nach unten regulieren. Und jetzt können wir loslegen mit dem Kochen. Ich werde jetzt weitermachen und das Spülbecken einbauen. Und das Spülbecken, das ist so, dass es ein Spülbecken, was nicht oben drauf gesetzt wird auf die Arbeitsplatte, sondern in drinne von unten. Das kannst du beispielsweise bei einer Massivholzplatte machen. Und wie du das machst, das Ganze anschließt, das zeige ich dir im nächsten Video. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, besser gesagt weitergeholfen hat, dann würde ich mich sehr gerne über einen Kommentar von dir freuen oder über einen Handwerker-Daumen nach oben. Und ich kann dir einfach noch empfehlen, Gas wie Feuer ist kein Spielzeug. Also vor allem, du siehst es nicht, du riechst es nicht. Besorg dir vielleicht nochmal ein Lecksuchspray. Damit kannst du nämlich beispielsweise deine Schraubverbindung, dein Ventil einsprühen. Und wenn da Blasen entstehen, dann ist das Ganze undicht. Ich habe darüber auch schon mal ein Video gemacht. Das werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ist schon etwas älter. Schau dir das Ganze nochmal an. Und geh bitte mit großer Sorgfalt an dieses Thema ran, belese dich, lese die Anleitung von deinem Gaskochfeld. Das ist nämlich, jeder Hersteller ist unterschiedlich oder es gibt unterschiedliche
Einstellmöglichkeiten, also belies dich da wirklich sehr gut und geh nicht so halbherzig an die Sache ran und ach, klappt schon, ist einfach, denn ja, es ist wie gesagt lebensgefährlich. Ne? So, bis zum nächsten Video. Ciao.